Das Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App unten in der Videobeschreibung. Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super. Und heute gibt es wieder eine SBB, Jungs. Ja, gerade eben, ja. Um 19 Uhr ist eine Karte rausgekommen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und zwar, das ist der Depay, Jungs, ja. 5-Sterne Spezialbewegung, 3-Sterne schwacher Fuß. Ja, bei mir wird der im Sturm spielen. Und zu Gast haben wir Max. Wo wird der denn spielen? Ja, moin Jungs, was geht? Bei mir spielt er als Zehner, wie man so schön sagt. Ne? Der Mann ist ja 1,76 groß und Ingame-Werte von dem sehen auch gut aus. SBC, glaube ich, 100, 150k, glaube ich, je nachdem, was man im Verein hat. Aber ja, ich bin gespannt, ne? Let's go. Also Jungs, ich hoffe, euch gefällt das Video jetzt schon mal. Ja, danke schön für eure Unterstützung, ja. Die Streams laufen sehr, sehr super, aber die Videos noch nicht so stark, wie ich so will, ehrlich gesagt, ja. Also, einfach mal liken, kommentieren, ja, wegen Algorithmus. Würde mich auf jeden Fall freuen, ja, vielleicht schaffen wir so die 1200. Ansonsten haben wir bei Max natürlich was gesehen, checkt auf jeden Fall aus. Ansonsten, das war's, wir können reinstarten, oder? Let's go, ja, ich bin heiß. Willst du reinhalten zuerst? Du darfst gerne mal reinhalten heute. Let's go, komm, ich halte jetzt hier rein und ich habe eine okay. Ansage. Alles den klar, hier, also, Kollegen. Im Sturm habe ich den Depay, Jungs, ja. Nicht die 4-4-2-Aufstellung heute, sondern die 4-3-3, ja. Also auf der linken Seite, Jungs, ja. Ja, es wird heute ein bisschen teuer. Da gehen wir mal mit Neymar, Jungs, ja. Und auf der rechten Seite, ich habe den vorhin gezogen, ja. Und zwar, das ist der Salah. Oh, Mann. Also ich bin wirklich mit einem vom PSG gegangen. Das ist Anche und Di Maria. Und ja, ja, aber links habe ich hier Bergwijn aufgeschrieben. Also, ja, schade. Sehr, sehr gut. Ich habe gedacht, ich kann dich da mal locken, aber ja, war aber nix. So, ich halte mal jetzt rein. Gehe vorne mit einem Fernando Torres und als ZM-Lente spiele ich Danny Donny van de Beek oder wie der auch immer heißt. Ah, come on, man. Ich habe den Olé aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Und Aua natürlich, ja. Schade. Wichtig, wichtig. Jungs, wir machen dann weiter. Zweite Runde. Let's go. Abfahrt, nächste Runde. Jo, ich habe drei Namen aufgeschrieben, aber ich hatte keine Ahnung. Let's go. Ich bin auf den einen Link hier. Auf den einen Link bin ich aus und oh, ich hoffe, ich habe Glück. Also, wie du auch gesehen hast, der Depay, ja. Braucht auf jeden Fall einen Link. Ah. So, ich glaube, du hast den Aua aufgeschrieben. Ich weiß, Jungs, der ist jetzt nicht so besonders. Ja, das ist, der hat ein 78er Rating. Bruno Guimares oder so heißt der. Der kommt mal hier rein und dann auf der linken Seite aber, ja, es wird jetzt euer Jungs, ne? Und zwar, das ist der Renato Sanchez. Da hat er eine Special-Karte gekriegt, Road to Final. Und auf der rechten Seite, ja, der Salah braucht auch einen Link. Ich wollte ein bisschen mal austricksen. Ich, Fabinho? Geht's? Gott, Leute, es war die Entscheidung, Thiago oder Fabinho. Ich habe Thiago aufgeschrieben. Dann habe ich gedacht, du machst es mit dem Depay so. Nee, warte mal. Der kommt gar nicht auf Fullcam so. Alles gut. Ich habe ja. Hab Thiago und Wijnaldum aufgeschrieben, aber dann wäre ja dein Depay nur auf so sieht's aus. 7 Cam, glaube ich. Ja. Lass mal's gut sein. Casemiro links kannst du alle drei spielen. Klasse. Let's go. Let's go. Oh Mann, wie lost wieder. Wie lost kann man sein? Dann, ich habe auch jetzt ja drei Namen hier am Start, aber es passt einfach nicht. Aber mal sehen. Ich sag's dir so, wie es ja ist, wenn du den Stürmer hast, ja, dann fülle ich dir heute noch einen Lottoschein aus. Ich sag's dir so, wie es ist, nämlich das ist ein Inform. Die normale Karte hat eine 68. Der Typ hat 95 Pace. Das ist irgendwie Sergio Santos oder so. Ah, der Sergio irgendwie Santos, und, genau. Perfekt, genau, ja, der. Und dann diesen Oscar Rulebreaker als Twitter und den Fred dahinter. Ah, schade. Ich habe den De Jong aufgeschrieben, ja, wegen Van der Beek. Dann habe ich Wijnaldum auch mal aufgeschrieben und im Sturm halt Firmino. Ja. Wichtig. Ey, kann ich sogar mal meinen Stürmer hier spielen? Ich bin gespannt auf den. Mal gucken. 95 Pace, Abfahrt. Also Jungs, bis jetzt Full Team. Ja, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Sehr, sehr bunt. Bei mir und auch bei Max. Dann machen wir weiter. Die beiden Außenverteidiger. Beiden Außenverteidiger, Jungs. Ja, ich darf mal jetzt reinhalten. Also, Retalk, den einen könntest du echt haben. Ich gehe mit dem linken Verteidiger. Es ist der Inform von Amavi. Der spielt bei Olympique Marseille, glaube ich, ist das. Und dann spiele ich rechts. Da wollte ich eigentlich dieser Europa League Road to the Final von diesem Perez nehmen. Der hat 91 Pace. Aber stattdessen habe ich mich jetzt für nochmal schlechter Emerson entschieden. Schade. Ey, ich habe gerade so gejubelt, ne? Als du gesagt hast, 91 Pace, Road to the Final. Ich habe schon nie getanzt, ja. Ich habe Bruno Perez natürlich geschrieben und Amavi. Nein. Amavi. Hör mal auf. Jawohl. Hör mal auf.
Der ist ja Junge. Hör mal auf, ja, nein. Ey, was ist das denn? Och Mann, da hatte ich so viele Möglichkeiten. Das gibt es nicht, Mann. Das gibt es nicht. Oh Mann. Ich mach ihn wieder raus. Also ich glaube, wenn ich das letzte Mal ein Fullteam bei SBBs hatte, da gab es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ich glaub's wirklich. Also, ciao Leben. Ich halt mal rein. Ich kann nur hoffen. Okay. Nur hoffen. Also, meine Damen und Herren, auf der linken Seite, links Verteidiger, haben wir den Mario Rui am Start. Und, ja, ich habe mich ja vorhin so schön gefreut. Ich hoffe, ich darf den auch jetzt behalten. Ja, genau, das ist der Bruno Perez. Belastend. Rechts bin ich mit diesem Bellerin gegangen. Weißt du, ich habe gedacht, den hast du ja schon freigespielt und alles. Aber links, Seiko. Spiegel nenne ich es an der Stelle mal. Du darfst da auch sehr, 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 sehr gerne einen schönen Bronze-Keeper hinstellen. Wird eine klasse Fahrt da mit meinem Oscar draußen. Und dann, ja, nice. Also, Jungs, nicht so nice eigentlich, ja. Also beide bis jetzt ein Bronze Keeper, ja. Aber jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's ernst. Und zwar bei Innenverteidigung und auch ein Torwart. Guck mal, wie es wird. Ladies and Gentlemen, passt mal auf. Ja, er musste irgendwas aus der Liga, glaube ich, nehmen, aber er hat da 100 Möglichkeiten gehabt. Vielleicht habe ich zwei getroffen. Vielleicht möglich. Hast du zwei getroffen. Könnte gut möglich sein. Ich glaube, du hast den Eder Militao geschrieben. Aber heute gehen wir nicht mit Eder Militao, Jungs. Und zwar, ich habe den... Da ist er, Jungs. Ja, ich habe den jetzt gekauft. Und zwar, das ist der Diego Carlos. Ja. Und auf der linken Seite gehen wir mit einer Icon. Ja. Das ist der Baresi. Da kommt der. Und im Tor gehen wir mit Oblak. Junge, was habe ich denn wieder gemacht? Wie lost kann man denn sein? Ich bin mit Serie A gegangen. Ich habe nicht gesehen, dass dein Bruno Guimarães da in der Mitte noch einen Link braucht. Oh mein Gott. Also... Es wird eine Lost-Folge, Jungs, ja. Gott. Der Max hat, glaube ich, nicht gut geschlafen. Ey, das kannst heute. Du keinem erzählen. Das kann, bei Depay ist mir das gerade auch schon passiert. Und ja, also brauche ich gar nicht vorlesen. Das war komplett daneben. Perfekt. Let's go, Jungs. Also die drei. Nice. Hat er schon mal gemacht. Ja, hat er schon mal gemacht. Komm. Lopez Info im Tor. Dann hinten Kimpembe und Marquinhos, bitte. Das war sehr, sehr mutig von dir. Eder Militao, Umtiti und Neto. Go, Mann. Wichtig. Beide zwei Bronze-Spieler. Jungs, wir starten dann mal rein. Gameplay wird jetzt 1A, würde ich mal sagen. Starten rein, let's go. Wir starten rein, Jungs. Ja, viel Glück. Let's go. Viel Glück, let's go. Achso, die das... Ach, du weißt, das ist ja meine... Ach, oh mein Gott. So lost Santos. Von mir, ne? Santos weg. Der 78er. Der 78er, der behält die Nerven. Der behält die Nerven. Ist der gut, Mann. Ach, Abfahrt, fünfte Minute. Ja, fängt doch mal gut an hier. Jetzt, ja, jetzt gut. Okay, wir stellen den oben schon mal auf 1-1, würde ich sagen. Ich denke mal, ja, genau. Jo. Mit Ansage, Junge. Da sagt er sogar. Geil. 1-1. Wollte ich, also davor der Pass sollte eigentlich nicht dahin, aber du, wenn sich die Chance hier ergibt, nehme ich die mit und wenn jetzt hier, ja. Entspannt, ganz entspannt, der Oblak ist ja da. Tada. Diesmal anders jetzt in die Mitte. Nein! Oh mein Gott. Ich hab nur reingegrätscht. Ich hab gedacht, Elfer, ne? Ah. Let's go. Block. Enttäuscht ist heute was. Krank. Oh oh. Oh Let's go. Oh. Mach. Memphis. Er behält die Nerven. Memphis Depay mit dem Tor 69. Leute, das ist so ein Schwitzerspiel. Das ist alles irgendwie Mittelfeld, ne? Ganz komisch. Der Torresar macht's auch. Wirklich, der macht das stark da. Gut, dass mein Bronzespieler gerade nicht den Ball verarbeiten konnte, beziehungsweise mein, ja, den meine ich, der konnte gerade nicht den Ball verarbeiten, deswegen hatte der den perfekt so gespielt, von daher grüße ihn raus an EA, wir nehmen es hier mit. Komm, da wollte ich jetzt ja durch, jetzt aber, kommt Jungs, komm jetzt hier, 77. Come on, Alter. Junge, jetzt wird's eklig. Jungs, was geht denn hier eigentlich ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Ist dieses GG. Spiel gescriptet gewesen? 3-2. GG. Ey, das war ein ganz komisches Game. Ganz, ganz komisches Spiel. Oh Jungs, ey, ohne Scheiß, ist Feuer. Ein Pick. Oh oh. Oh oh. So Jungs, also 4-3-3 Aufstellung. Ja, ein Pick hat er am Start, der Max. Er hat das Spiel halt gewonnen. Ich hab Schiss. Ich hab Salah am Start, Renato Sanchez, Depay, Oblak, Baresi, Neymar und Bruno. Peres. So, also so ein Zumba Neymar, weißt du, der würde schmecken. So, also ich denke mal, du denkst,
dass ich denke, dass ich mit einer zentralen Position gehe. Das heißt Stürmer, mittlerer ZM oder Torwart. Aber ich denke mal, da hast du die ganzen Schlechten hingestellt. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was Gutes in Gaunas. Deswegen gehe ich auf die rechte oder linke Seite und zwar Mittelfeld. Und ich nehme den linken ZM. Ah! Tut weh. Tut weh. Hab den gerade eben gemacht. Unser Starspieler, DP. Oh, ey, das ist immer das Schlimmste. Wirklich, du machst die SBC ja. Und dann... So, Jungs, also ich stoße ihn direkt ab, ja, falls ihr im Stream seht. Also, es geht ja nicht mehr, ne? Wenn ich ihn abstoße, dann ist er auf jeden Fall weg. Der wird eh nie wiederkommen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Einfach mal liken. Ja, einfach mal gönnen, Jungs. Ja, checkt die Folge bei Max ab. Das war's von mir. Das war's, die letzten Worte. Ja, Jungs, erster Auswärtssieg hier auf dem Kanal gelandet, ne? Von daher nächstes Mal vielleicht auch wieder. Leute, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da und dies und das. Wir sehen uns beim Rückspiel. Bis dahin, haut rein und ciao.